In meinem Buch Die Infantin trägt den Scheitel links geht es um ein kleines Bauernmädchen, das sich selbst als Infantin bezeichnet, weil es gerne adeliger Herkunft wäre und das sich gegen die bestehenden Zustände und auch gegen die eigene Familie auflehnt und zu wehren beginnt. Der Anstoß für dieses Buch war zunächst eine Ausschreibung für ein Jahresstipendium mit dem Thema Familie, bei dem ich mir gedacht habe, gut, das passt, das ist mein Thema. Eigentlich war das Thema Kindheit und ich habe dann mit den ersten Kapiteln begonnen, der Vater, die Mutter, so ist das dann organisch gewachsen. Von der Nominierung zum Deutschen Buchpreis habe ich an einem sonnigen Nachmittag erfahren, als mich mein Verlag angerufen hat und ich habe mir nur gedacht, saugeil. Nehmen Sie ein Gemälde von Peter Bruegel. Nun animieren Sie es. Wir essen schwarze Regensuppe zum Nachtmahl. Der grüne Kachelofen brütet in der Ecke, in der Stube dampft es, doch mir ist kalt. Die Bewohner des Hauses haben sich im Parterre versammelt. Nicht oft verlassen die Urgroßeltern den ersten Stock. Sie sind die Urgesteine hier am Hof und wer sie bewegen will, weist auf Granit. Wir, die Eltern, die Schwestern und ich, wohnen bei ihnen, nicht sie bei uns. Unter einem undichten Dach in einem verschuldeten Haus, das sie nach dem Krieg erworben haben. Die langen Finger der Urgroßmutter stehen wie spitze Holzschiefer vom Tisch ab, um den wir alle sitzen. Die Arbeiterhände des Urgroßvaters sind übersät mit Altersflecken und hervortretenden Adern.